Hallo Leute, heute ist der 15.07.2020. Heute war Claudia da. Wir haben nicht viel gemacht, nur getratscht, draußen gesessen, Kaffee getrunken, geraucht und uns gut unterhalten. Es war sehr entspannend. Ich war relativ müde, aber es geht. Nicht den ganzen Tag, aber so circa die Hälfte. Jetzt bin ich schon wieder müde. Und ich bin heute um 9 aufgestanden, weil Volksbedarf. Weil die Volksbedarf. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt ab jetzt immer um 9:30 aufstehen soll. Weil die Volkshilfe immer so gegen 10:30 kommt und 9 das eigentlich zu früh ist und ich mir dann mehrfach überlege, mich nochmal hinzulegen. Wie gesagt, der Tag war sehr entspannend. Und entspannt, nicht entspannend. Entspannt. Und wir sind mit meiner Mutter draußen gesessen und haben mit dem Hund gespielt und haben Witze gemacht und so. Mein Bruder war auch kurz da. Dem ist das Auto eingegangen, aber müsste noch auf Garantie sein. Und mir geht's generell etwas besser, so von der Stimmung her. Und ich bin auch ein bisschen wacher. Sieht man jetzt nicht unbedingt, weil das auch schon wieder. Aber ich bin etwas wacher und merke es auch. Ich glaube, es liegt wirklich großteils an der Entzündung, dass ich so müde bin. Tagsüber, auch wenn ich schlecht schlafe. Aber das schlechte Schlafen müsste ich ja schon gewöhnt sein. Und deswegen glaube ich, bin ich so müde, weil ich, weil die Entzündungswerte so hoch sind. Ich bin jetzt auch gerade voll müde. Merkt man sicher, weil ich schon zweimal gegähnt habe. Aber es geht. Und es ist schon 20:49 Uhr. Und ich lieg schon über 1,5 Stunden im Bett. Aber ich habe das Video nicht gleich gemacht, weil ich zuerst gedacht habe, ich nehme es nicht auf, weil nicht viel passiert ist und ich nicht viel erzählen kann. Aber naja, jetzt hatte ich doch Lust. Und morgen kommt Sonja. Um 11, also schon zum Mittagessen. Und um 17 Uhr, also um 16:15 Uhr, war ich mit der Rettung weg zu Christoph. 17 Uhr habe ich Therapie. Und dann werde ich todmüde nach Hause kommen. Und nur noch Abendessen und ins Bett fallen. Und mehr gibt's eigentlich nicht. Ich kann nichts erzählen. Es ist Mittwoch, 2 Tage noch, dann kommt mein Vater nach Hause. Und Samstag geht er gleich wieder arbeiten. Um nach 2. Und
Sonst gibt's wirklich nicht viel. Am Freitag bin ich um 10:30 bei Kirsten. Deswegen muss ich, morgen kann ich ausschlafen. Und übermorgen und übermorgen muss ich aufstehen. Und am Samstag auch. Und am Sonntag kann ich wieder ausschlafen. Also nein, morgen kann ich ausschlafen, übermorgen und überübermorgen muss ich aufstehen und dann ist Sonntag und dann kann ich wieder ausschlafen. Es ist bei mir momentan viel auf Schlafen gerichtet, weil ich einfach extrem müde bin und die Zeit genieße, in der ich schlafe. Obwohl ich teilweise ziemliche Albträume habe und eigentlich nicht wirklich gut schlafe, aber ich nutze halt jede Minute, um zu schlafen oder um zu rasten, weil ich einfach so ausgelaugt bin. Ich bin schon einmal überlegen, ob ich das, was mir Kerstin empfohlen hat, dass ich auf die Pall gehe für eine Woche. Für 3, 4 Tage oder eine Woche, ob ich das mache, aber sicher nicht während Kerstin. Während Kerstin nicht auf der Station ist, also Urlaub hat. Ja. Weil die ist nur noch die Woche da und hat dann 2 Wochen Urlaub. Und in den 2 Wochen gehe ich sicher nicht auf die Station. Entweder brette ich mich bis nachher durch oder ich gehe gar nicht. Aber vorher sicher nicht. Und mich nervt das, dass ich gehen muss. Sonst ist alles beim Alten. Christoph muss ich mir mal einen neuen Termin ausmachen. Und mit Kerstin dann in 3 Wochen, also in der dritten Woche, am Freitag. Und je nachdem, ich weiß auch nicht, noch nicht, wann Christoph in Urlaub geht und ob er in den Urlaub geht. Ich denke mal schon, dass er sich in 2 Wochen frei nimmt. Naja, das war's dann mal wieder von mir. Ciao, eure Ines.